Ihr Lieben, in unserem düsteren Wohnungsflur, in einer besonders düsteren Ecke, steht eine Glasvase mit einer LED-Lichterkette drin. Und diese Lichterkette, die brennt da schon seit Weihnachten. Ist eigentlich als Weihnachtsdeko gedacht gewesen und ich habe sie nicht mit der restlichen Weihnachtsdeko in den Keller verfrachtet. Diese Lichterkette brennt inzwischen ziemlich funzelig, weil eigentlich die Batterien alle sind. Aber so ganz alle sind sie eben noch nicht, denn die LED-Lampen geben ja noch Licht ab. Und dieses kleine bisschen Licht, das reicht tatsächlich aus, um als Nachtlicht zu fungieren und dafür zu sorgen, dass wir uns im Dunkeln orientieren können. Deswegen ist die Lichterkette auch noch da. Die Finsternis in der nächtlichen Wohnung ist dank der funzeligen Lichterkette nicht mehr ganz stockfinster. Im Epheserbrief ist auch von Licht und Finsternis die Rede, allerdings sind in diesem Fall nicht ein dunkler Hausflur und LED-Leuchten gemeint, sondern Menschen. Es gibt Menschen, die zur Finsternis gehören und dann gibt es die, die zum Licht gehören, die Kinder des Lichts, wie es da heißt. Menschen, die zur Finsternis gehören, das sind diejenigen, die all das machen, was einem christlichen Leben entgegensteht, also das, was der Liebe entgegensteht. Ja, und ich würde sagen, der Einfachheit halber nennen wir sie doch mal Kinder der Finsternis und lasst uns mal drauf gucken, was die Kinder der Finsternis nach christlichen Gesichtspunkten ausmachen würde. Ich würde sagen, das sind Menschen, die sehr viel Aufmerksamkeit wollen und die Bewunderung wollen und Macht und Einfluss. Sie wollen nur ihre eigenen Interessen durchsetzen, sie nehmen keine Rücksicht, sie verschwenden, sie beuten aus, sie schüren Gewalt. Sie verletzen oder töten sogar. Sie stehlen, sie lügen. Sie gönnen anderen nichts. Sie sind überheblich. Das sind jetzt nur so ein paar Eigenschaften, die mir da einfallen. Da gibt es sicherlich noch mehr. Und dann haben diese Menschen auch bestimmte Gefühle. Jetzt sind Gefühle an sich nicht gut oder schlecht. Gefühle sind einfach da. Aber bestimmte Gefühle können ein Leben finster machen oder hell, je nachdem, was es für Gefühle sind. Und damit würde ich auch Menschen mit den folgenden Gefühlen den Kindern der Finsternis zuordnen. Sie haben Angst, sie fühlen sich einsam, sie sind traurig, sie sind wütend, sie hassen. Soweit erstmal zu den Kindern der Finsternis. Jetzt kommen wir mal zu den Kindern des Lichts. Auch die haben Eigenschaften und ich habe da christliche Werte zugrunde gelegt und Gefühle sind auch wieder mit dabei, aus demselben Grund wie dem eben genannten schon. Kinder des Lichts lieben und zwar vorbehaltlos und das finde ich schon ganz wichtig, das ist nicht so ganz einfach, wirklich jemanden zu lieben, ohne etwas als Gegenleistung zu erwarten oder ohne, dass diese Person eine bestimmte Voraussetzung erfüllen muss. Dann sind es Menschen, die andere annehmen, auch vorbehaltlos. Sie verzeihen Fehler, sie nehmen die Bedürfnisse anderer wahr und sie nehmen sie ernst. Sie helfen, sie geben ab, sie nehmen sich selbst nicht immer so wichtig. Sie schlichten Streit, sie setzen sich für den Frieden ein. Sie sind gerecht, sie verurteilen nicht. Sie sind offen, sie sind neugierig, sie schützen das Leben. Sie bringen anderen Wertschätzung entgegen. Sie wissen, Geschenke zu würdigen. Sie sind dankbar, sie sind fröhlich, sie haben Humor. Und auch hier könnte man natürlich diese Liste noch weiterführen. Das Schöne ist, eine einzige kleine Lichtquelle reicht schon aus, damit die Finsternis nicht mehr vollständig finster ist. So wie meine funzelige Lichterkette ausreicht, dass der Hausflur nicht mehr stockfinster ist und dass man sich da orientieren kann. Und dass man weiß, wo es lang geht, wo es zum Klo geht. Die funzelige Lichterkette in unserem Flur, die sorgt nämlich dafür, dass ich nicht die Treppe runterfalle, wenn ich nachts aufs Klo muss, weil sie genug Licht gibt, damit ich den Weg ins Badezimmer finde. Und ja, ihr könnt jetzt natürlich sagen, warum machst du nicht einfach Licht an? Ich würde ja im Flur Licht anmachen, aber ich bin immer viel zu verpennt, wenn ich nachts hoch muss, um den Lichtschalter zu finden. Deswegen die Lichterkette als Nachtlicht. So, also schon ganz wenig Licht reicht aus, damit ich mich orientieren kann. Und das bedeutet, mein eigenes kleines Licht reicht eigentlich schon aus, dass es in der Welt nicht mehr so finster ist und dass wir uns orientieren können.
und auch, dass andere Menschen sich orientieren können. Und ich alleine muss nicht die ganze Dunkelheit vertreiben. Wir sind ja viele. Ich alleine muss also nicht alles können und alles sein, was von einem Kind des Lichts erwartet wird. Und schon gar nicht alles auf einmal. Ein bisschen davon reicht schon, denn am Ende macht die Masse natürlich den Unterschied. Je mehr wir werden, desto heller wird es in der Welt. Das bedeutet, dass es unsere Aufgabe ist, als Kinder des Lichts, das zu leben, was das Licht ausmacht und so mit gutem Beispiel voranzugehen und Orientierung zu geben. Und wenn das gut läuft, dann schließen sich andere an, dann werden wir immer mehr und am Ende kann das Licht die Finsternis besiegen. Und übrigens ist das Licht nicht einfach nur weiß. Wer in Physik aufgepasst hat, weiß, dass das Licht, das wir als weiß sehen, eigentlich ein ganzes Spektrum an Farben hat. Und wenn das Licht auf ein Prisma trifft, dann kann man das gut sehen. Oder wenn Licht auf Regen trifft, dann sehen wir das auch draußen in der Natur, denn dann gibt es einen bunten Regenbogen. Und ich finde, dass das ein ganz wunderbares Beispiel ist für die Vielfältigkeit der Menschen. Wir sind nun mal nicht alle gleich. Wir sind ganz unterschiedlich. Von unserem Aussehen, von unserer Herkunft, von unseren Eigenschaften, von dem, was uns geprägt hat. Wir sind unglaublich bunt und wir haben unglaublich schöne, unterschiedliche, leuchtende Eigenschaften. Kein Mensch ist besser oder schlechter. Wir alle, egal wo wir herkommen, egal was wir sind und was uns ausmacht, sind am Ende das Licht, das die Finsternis vertreibt. Was nicht heißt, dass wir selber nicht auch ein paar dunkle Seiten haben. Auch ich zum Beispiel kann neidisch sein. Leider viel zu oft. Und auch ich bin richtig gut darin, Streit anzufangen. Und manchmal sind die Batterien auch einfach nur auf Reserve und dann scheint mein Licht nur ganz funzelig in die Welt. Wenn ich schlecht drauf bin zum Beispiel und tierisch genervt und wirklich einfach nur mal an mich selber denken möchte. Und trotzdem weiß ich, dass ich ein Kind des Lichts bin. Denn mein Licht, das strahlt wieder hell auf, wenn es Gelegenheit kriegt. Wenn ich zum Beispiel etwas richtig gut hingekriegt habe. Wenn ich als Feuerwehrfrau Hilfe geleistet habe. Oder als Pastorin mit offenem Ohr und offenem Herzen für einen anderen Menschen dagewesen bin. Und manchmal muss es noch nicht mal das sein. Da reicht eine klitzekleine Kleinigkeit aus, um es in der Welt heller werden zu lassen. Vor ein paar Tagen, da stand ich morgens in meinem Badezimmer und habe mich fertig gemacht und ich hatte das Fenster auf und konnte hören, wie eine Mutter sich von ihrem Kind verabschiedete, das sie gerade zur Schule gebracht hatte. Und bevor sich die beiden trennten, sagte die Mutter, hab dich lieb. Und das Kind hat geantwortet, hab dich auch lieb. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, zumindest diejenigen, die auf Helgoland sind, ganz Helgoland hat geleuchtet. Jedenfalls ist mir das so vorgekommen. Die beiden, die haben nicht nur ihre eigene kleine Welt ein bisschen heller gemacht, sondern meine gleich mit. Da war Gottes Liebe am Leuchten, durch diese beiden Menschen hindurch, raus in die Welt. Und ich habe was davon abgekriegt, weil ich das Badezimmerfenster gerade auf hatte. Das nur als Beispiel, wie einfach das ist, Helligkeit, Licht in die Welt zu bringen. Und das kriegen wir auch hin, oder? Schließlich sind wir Kinder des Lichts. Amen.